habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Und ja, herzlich willkommen zu Watch Dogs Part Nummer 7. Und geh weg, Leute. Und hier sind direkt drei Aussichtsdinger. Die machen wir auch. Mal markiere ich mal richtig. Warte, erstmal den hier. Was ist das denn? Komm, ey, Mann, nimm mal ab. Oh, guter Junge. Komm schon, komm, ey. Ja, wie heißt deine Schau? Danke. Erstmal. Du machst das hier nicht. Komm schon, Baby. Können wir Ihnen ein Taxi rufen? Mir geht's richtig gut. Willst du tanzen? Ich glaube, wir sollten ihn jetzt rufen. Ob der krank ist? Ich glaube, das stimmt was nicht. Mir geht's gut. Komm, nimm mal ab. Okay, das wiederholt sich. Guarding Center. Das Guarding Center ist ein... What the fuck? Architektonisches Wunder der Postmoderne. Diese Regierungsgebäude besitzt ein großes Atrium und offenen konzeptionierte Büros, die Transparenz der Regierung symbolisieren sollte. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich an dieser Stelle mit den Augen rolle. Alter. Das bekommt man auch nicht angetagelt. Warte mal, warum ist das rot? Hey! Hey, du! Es gibt doch nur noch Verrückte. Hast du die Fiebe? Das ist nicht lustig. Hey, Mann, findest du das für lustig? Hey, du, bleib stehen! Wer ist das? Warum ist der rot? Warum hast du dich nicht aufgehalten, Digga? Danke für das LG. Warte mal, wie weit sind wir denn gelaufen? Simona. Das weiß ich ja nicht. Das Dude Police Legions. 1932, mitten in der großen Depression. Depression. Der Pacheta Polizion und der Herrscher von Al Capone gründete das Chicago Police Department, die Stand U Police Legion, eine wohltätige Organisation, die dienstgetötete Beamte ehrte und deren Familien unterstützte. Zwei Jahrzehnte später wurde der Stand U Police Legion Manuel Marsh ins Leben gerufen. Diese Parade, die den Andenken an gefallene Polizisten des Landes und der Stadt gewidmet ist, hat seitdem zu einer jährlich wiederkehrenden Tradition entwickelt. Yes! Abstand, Kumpel. Kann ich ein Foto machen? Kann ich eigentlich Fotos machen? Ich kann keine Fotos machen.
Bist du echt? Schade. Hier mal so einen fixen Auftrag machen. Das ist ja fix der Auftrag. Also wir gehen erstmal hier rein. In diese komische Bahnhof. Keine Ahnung. Hey, lass mich rein. Das Rathaus. Wenn diese Mauern regen könnten, wären wir alle Zyniker und unpolitisch, ja. Zu spät. Die Architektur des Gebäudes soll Stärke, Würde und Tatkraft demonstrieren. In einer Stadt, in der 470 Politiker in den letzten paar Jahrzehnten der Korruption überführt wurden, kommt einem da der Begriff Paradox in den Sinn. Bisher wurde noch kein Bürgermeister der Stadt je wegen eines Verbrechens verurteilt. Jedoch waren Dutzende von ihnen in die Devise-Skandale verwickelt. Warum kann ich hier eindringen? Und warum? Das sieht kompliziert aus. Warte mal. Muss ja irgendwie gedreht werden. Ah. Mir fehlt aber. Warte mal, das müsste gehen. Das ja. Was haben wir jetzt gemacht? Privatsphäreneinbruch. Egal, ich hab es. Es sah schön aus. Das war ein 5-Sterne-Restaurant. Es sah echt schön aus. Aisha. Hey, er stellt's ab und sagt, bedienen Sie sich. Wenn die teures Essen auf teuren Tellern servieren, können die sich das doch denken. Oh Gott, die finden dich. Scheiße, wer? Die spanische Inquisition? Ach, relax. War nur Spaß. Die finden jeden. Wahrscheinlich beobachten die dich schon. Ja, bestimmt. Die beobachten uns. Beobachten. Warten. Warten auf... Ach, im Ernst? Bin ich so interessant für die? Ich furze. Kann passieren. Ist das interessant? Erweitert das dein Horizont? Vielleicht die Nasenlöcher. Doch nicht dein Horizont. Du machst Witze. Ich mein's aber ernst. Die sehen und hören alles und speichern das, Aisha. Und vielleicht riechen die dich auch. Okay, Schatz. Darüber haben wir gesprochen. Du darfst nicht... Oh, ich wurde rausgekickt. Schade. Was für ein Einbruch. Boah, 1 von 30, Alter. 1 von 30? Oh, ein Fensterputzer. Ich erkenne ihn. Das ist der Fuchs. Hä? Ich bin der Fuchs? Ne, ich bin kein Fuchs. Wobei, ich bin der Foxy. Ja, mach ein Foto von mir, ich bin der Foxy. Die haben das nur übersetzt. Ich bin der Foxy, hey. Da haben die mich tatsächlich erkannt. Ich muss ein Auto ohne Beulen von A nach B bringen. Das klingt doch einfach. Jedenfalls, wenn ich die Hauptstraßen meide. Dann gib mal das Auto her. Ja. Bock auf einen digitalen Trip? Ist echt geil, Mann. Nee, danke. Ich hab genug. Wo ist denn das Auto? Das ist
gar kein Auto. Wie soll ich denn da Beulen reinkriegen? Und dann noch mit Zeit. Aber wir können da durch. Mama mia. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ich bin super Foxy. Tut mir leid. Hab's gleich geschafft. Wir sind gleich. What the fuck? Das hat ein bisschen wehgetan. Aber nur ein bisschen. Oh, das ist von 3000 auf. Oh, das Geld, das ist Geld. Das ist voll scheiße. Scheiße, von 3000 auf 2000 runter. Ja, ja, ich bin da. What the fuck, das nächste Fahrzeug? Ey, dann nicht rum hier rumbacken. Alter. Achso, da steht ja auch 3. 10.000 bringt der. Komm ich jetzt da rüber? Ich darf nicht so schnell. Ich muss schnell fahren. Ich muss doch schnell fahren. Guck mal, wie wenig Zeit noch. Alter. Das ist ja heftig. Heftig, 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 gut. Boah. Das schaffen wir doch gar nicht. Aus. Ich würde da nicht gegenfahren. Ja, den Job will ich nochmal machen. Den Job will ich nochmal machen. Ah, cool. Dann geht's wohl um die Wurst. Boah, dann denk mal, du kriegst so 10.000 Cash. Hast du 10.000 Cash? Das ist doch geil. Ich muss auf jeden Fall die roten Punkte hacken. Brauche ich. Scheiße. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Komm ich da rüber? Ja. Voller Assassine. Oh. Hier kann ich anscheinend langfahren. Bis zum bitteren Ende. Ja. Wow, wow, wow. Knapp die Zeit, kann das sein? Da hab ich ja mehr Zeit in GT. Okay, hat er halt. Puh. 4.000 nur. Nur 4.000.
Ach, davon gibt's. So. Hä? Davon gibt's 40 oder was? Scheiße. Na ja, ja, was sind 1000 Cash? Dieses Arschloch. Ach, tut mir leid. Das glaubst du nicht. Das sagst du mir so. Mir fehlen irgendwie Fahrräder hier. Sorry, Mann. Wollte mit. Ich hab was vergessen. Mann, ich wollte mit auf dem Foto sein. Hansen Park. Als der Chicago South Club sich ausbreitete, traf er unerwartet auf Widerstand durch Chicago Outfits und andere Gangs aus den Randbezirken. Ein Racheakt fand in der Nähe dieses Parks statt und obwohl keine Einigkeit über die Details dieses Angriffs herrscht, also ob Chicago's Outfit vorhanden war und wie viele Gruppen wieder ums Leben kamen, es gab nur ein Überleben. Was für ein Glücksbild. Entschuldigung. Ja. Was ist das? Das sieht geil aus. Da will ich hin. Das will ich machen. Aber erst im nächsten Part. Also ich würde mal sagen, das war Part Nummer 7 von Watch Dogs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.